Mark Rober. Das ist irgendwie ein Typ, der auch den Mars Rover mitgebaut hat, Ingenieur, 40, um die 40, krasser Typ, Erfinder, Do-it-yourself, Technik, Populärwissenschaft, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nichts über ihn, ich habe das Video nicht gesehen, aber im Videotitel, liebe Freunde, Why do Sharks attack GoPros? Ich kenne Sharks, ich kenne Attacken und ich kenne GoPros. Magro, alter, 19,1 Millionen Abonnenten. Gar nicht mal so wenig. 14.000 Kommentare. Like-Hate-Ratio ganz gut. Und ich sag mal, für einen Tag online 3,7 Millionen Aufrufe. Muss ja was dran sein. Bup, bup, bup. Volle Möhre, es geht um Hai-Attacken. Finde ich geil. Vermutlich haben wir jetzt hier eine Reaction. Wie lange geht das Video? 24 Minuten? 3 Stunden, Minimum, brauche ich. Wenn wir über Haie, brauche ich 3 Stunden. So. Lehnt euch zurück, atmet nochmal tief durch. Mark Rober und die Haie. Shark Attack GoPro. This is me in a flimsy cage in the middle of the ocean at night, surrounded by hungry sharks. We were there experimenting with some... Nochmal. This is me in a flimsy cage in the middle of the ocean at night, surrounded by hungry sharks. Also eine Situation, die ich liebe. We were there experimenting with some mesmerizing bioluminescence we captured in this jar, which was really cool, but unfortunately for us... Biolumineszenz, nachts, Haie, Alter, muss geil werden. The sharks agreed. Wisst ihr, was Biolumineszenz ist? Ich muss immer fragen, weil ich gehe natürlich immer davon aus, ja, jeder weiß hier alles und manche Sachen muss ich dann immer erklären, weil dann Leute sagen, das wissen wir ja nicht. Ich gehe davon aus, ihr seid alles Wissenschaftler vor dem Bildschirm. Okay, ihr wisst nicht, was Biolumineszenz ist. Biolumineszenz ist, wie der Name schon sagt, Bio und dann Lumineszenz. Nicht Licht, was von der Sonne emittiert wird oder von der Sonne ausgelöst wird oder hier meine Lampen, die auf mich strahlen, sondern Bio, also von einer biologischen Masse erzeugt, in dem Fall einzellige Algen, Dinoflagellaten nennt man die, oder auch Bakterien oder auch Tiere können das. Sie können Licht selber machen und selbst leuchten, ohne dass das die Sonne tut. Und das sehen wir hier. Ziemlich geil. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr schon mal nachts ins Meer gepinkelt habt, dass es dann leuchtet, das nennt man Meeresleuchten. Macht das mal. Pinkelt mal nach. Es muss mehr nachts ins Meer gepinkelt werden. Macht das. Kann man Frauen und auch Männer und alle anderen extrem gut mit beeindrucken. Und das Allerkrasseste an der Biolumineszenz, was ich je gesehen habe, sind Orcas oder Delfine, die nachts durch die Biolumineszenz schwimmen, also durch die Algen und kleinen Tierchen, die dann leuchten. Und dann siehst du nichts außer schwarzes Wasser und leuchtende Delfine und Orcas. So once again, I found myself in a precarious situation, risking my life for science. And for precarious situation. Ja, weil wenn er im Käfig steckt, ist das prekär, weil die Haie könnten in den Käfig kommen, könnten ihn dann beißen und hätten Probleme, wieder rauszukommen. Käfigtauchen ist beschissen. Guckt euch... Wir werden im Rahmen dieses Kanals Mission Erde, Robert Mark Lehmann, werden wir uns einige Haiunfälle angucken und, oder Unfälle mit Haien oder wo man in eine Situation gekommen ist, wo Haie ordentlich Palermo machen. Und da gibt es immer wieder Situationen, warum Käfigtauchen extrem gefährlich ist und ich das niemals machen würde. I blame my friends at Discovery because for Shark Week this year, they sent me to the freaking Bermuda Triangle. Now in the past to celebrate Shark Week, I've ran experiments to answer important questions such as can sharks really smell a drop of blood in the water from a mile away? Or habe ich auch schon gemacht, bei Haien Menschenblut ins Wasser getan oder Tunablut und geguckt, wie sie darauf reagieren. Bin gespannt, was er rausbekommt. Die Stelle, die wir gerade gesehen haben, das waren die Bahamas. The choice, do they have a preference for human blood over fish blood? And so this year I'm headed back with some contraptions I built to potentially debunk a few more shark myths. And our experiments are going to get us Alter, geil. Die GoPro-Reihe im Kleinsthalbkreis ist etwas total Cooles. Die laufen übrigens alle. Und wenn ein Hai dran vorbeischwimmt, dann kann man dann im Video diesen Matrix-Style machen. Der Hai hält an und man fährt um den Hai herum, was man sonst niemals machen könnte. Dafür ist diese Nummer gedacht, hat Laurent Ballesta, französischer Unterwasserforscher, das erste Mal gemacht im Fakarava-Graben. Ja, der heißt wirklich so. Mit so einem Halbkreis aus GoPros. Alter Schwede, ey. What the fuck? Endgame. Close to sharks in the shallows and then so deep
It's like we're visiting an alien planet. And we're even going to take a critical look into whether the Bermuda Triangle itself is actually cursed. There's a legend on this here island. But of course, to do that, ich finde immer gut, wenn, guck mal, ich finde immer gut, wenn Leute anfangen zu schreien, wenn Tiere irgendwo sind. Ja, wird ein gutes Video. An expert in the paranormal, aka Noah Frickin' Schnapp from Stranger Things. This is spookier than the upside down. And so before I head to the Bermuda Triangle in an 8-second travel montage to meet Noah for the first time, in an effort to make him feel more comfortable, I'ma harness my inner hopper. To kick things off, I reunited with my marine biologist shark expert buddy, Luke Tipple. Luke! G'day mate, how you doing? What up, buddy? We learned a finde immer gut, wenn Hai-Experten dabei sind. Den kenne ich jetzt tatsächlich leider mal nicht. Not last year, I feel like. What attracts sharks? What kind of noises I make when my life's in grave danger? Dass Leute immer davon ausgehen, dass wenn man mit Haien ins Wasser geht, dann schon Great Danger herrscht. Das ist, ja, eher so mittel. Durchziehen. Komm, wir gehen rein. As soon as Noah showed up, we decided we Sound kann nicht immer gut sein. To see his first ever shark in real life and to test our first potential myth, which has to do with sharks attacking people with GoPros. Ein Mythos, dass Sharks, also Haie, Leute mit GoPros attackieren. Diesen Mythos kenne ich nicht, der ist mir nicht bekannt. Ich habe super viele Haitaucher gesehen, die alle GoPros dabei hatten und hat nie ein Hai eine GoPro gefressen oder attackiert. Dieser Mythos ist mir nicht bekannt. Komm her. Komm her. Und das ist der Schauspieler von Stranger Things und der sieht jetzt zum ersten Mal ein Hai. Das ist eine gemeinige Situation. Erste Mal Haie sehen, okay. Oh. Oh my God. Sehr geil. Diesen Moment liebe ich, wenn Leute das allererste Mal im offenen Ozean einen richtig geilen Hai sehen, ist genau mein Ding. Da geht mir auch jedes Mal das Herz auf. Könnt ihr euch vorstellen. No way. Bonkers, oh my God. Wow, und so ein Schwarm karibische Riffhaie. Rein da, komm. And so while Noah reconsidered his life choices, we came up with a game plan. Right, Luke, last time we were out here, we have these like 360 cams on a stick, and the sharks went for it. Like a Ja, also einem Hai am Stock was hinhalten. Na klar beißt er da rein. Ihr müsst euch immer vorstellen, der Hai hat ja keine Hände oder Arme oder irgendwas, um was anzufassen oder zu berühren. Meistens schwimmen Haie an einem vorbei, berühren einen so mit der Flosse einmal oder so. Wenn sie gucken wollen, okay, wie fühlt sich der so an im Neoprenanzug oder an der Flasche. Und wenn sie wirklich wissen wollen, was du bist und wie du schmeckst und ob sie dich fressen können und so, dann beißen sie halt rein. So. Das machen Haie eben. Und wenn man denen was hinhält, dann, ja, dann beißen die auch mal rein. Sometimes they would bite at it, right? I've actually heard that sometimes you go on a dive, like in Hawaii, they'll actually tell you you cannot bring a GoPro, because they say the sharks are attracted to, like, the electromagnetic waves. And it feels like, eh. Is that true? I think there's something to it. According to Luke, he's definitely seen... Also, Haie haben lorenzinische Ampullen auf der Schnauze und das sind elektrostatische Organe oder Elektrosinneszellen. Guck mal hier, mein Autofokus spielt verrückt, weil ich so wütend bin vorhin. Also Haie haben an der Schnauze so schwarze Punkte, das sieht man auch auf meinen Bildern zum Beispiel oder hier auf solchen Bildern auch, sind Elektrosinneszellen. Das heißt, wenn ein elektronischer Gegenstand unter Wasser ist, dann nehmen die den sehr, sehr gut wahr. Und ich merke das dann immer, wenn ich blitze, um den Hai schön aufzuhellen, das lieben die. Die finden nichts geiler als Blitze und jedes Mal, wenn der flasht und sich dann so wieder auflädt, sind die mit ihrer Schnauze am Blitz, schnüffeln die da drum, nibbeln mal so ein bisschen, finden die richtig geil. Alles, was mit Elektro zu tun hat, finden Haie gut. Und es gibt auch sogenannte Shark Repellents, die einen bestimmten Frequenzbereich nutzen, Strom absondern, was Haie eben nicht geil finden, um Haie abzuwehren. Sharks snap GoPros on a selfie stick. But it was unclear if that's just because you're shoving the stick way out. Das Video kenne ich, da ist mal schnell ein 4.500 Euro GoPro 360 Grad Eimer verloren gegangen.
Den hat der weiße Hai abgerissen, glaube ich, und dann schön ab in die Tiefe. GoPro that got them excited. And that's sort of an important distinction if you own a GoPro. We proved that they love the electric fields. Maybe don't attach one to your head. So we came up with an experiment to test this. We would dive down and Luke would be holding a selfie stick with the GoPro actively filming inside, and then as a control, I would be right next to him with an identical selfie stick with an identical GoPro housing, but it would be empty. So the only difference between these two would be the tiny electrical field coming from the filming GoPro. And then at that point, we just count how many times each of our selfie sticks got bumped or attacked. And while I was obviously a little skeptical, there is some validity to the theory here. Part of the reason... Also ich sehe schon, okay, es ist also so semi-wissenschaftlich. Man möchte also einfach gucken, was jetzt passiert. Und das ist natürlich kein richtig wissenschaftlicher Ansatz, einfach nur eine GoPro und eine Nicht-GoPro mitzunehmen oder nur ein Unterwassergehäuse und dann zu sagen, aha, das ist so. Dazu müsste man eine ganze Versuchsreihe machen. Sharks have existed as apex predators for 450 million years is because they detect and hunt their dinner not only with the same five senses we do, but die haben noch mehr Sinne als wir und das liebe ich an Haien. Two bonus senses as well. Their sixth sense is to detect even slight pressure changes in the water in all directions around them at all time. Also, genau wie wir, sehen, fühlen, tasten, hören, schmecken. Und dann haben sie noch ein Seitenlinienorgan, das heißt, sie merken, wenn zum Beispiel ein Fisch geschwommen ist oder so, merken sie so Wasserverwirbelung über den kompletten Körper. Oder auch, wenn ich zum Beispiel, wenn mir ein Hai zu nahe kommt und ich will das nicht, dann drücke ich nur im Prinzip die Wassersäule gegen ihn und er merkt schon, aha, alles klar, der hat mir Druck gegeben, okay, habe ich verstanden. Und das siebte. And then their seventh is their ability to detect electric fields. Elektrische Felder, genau. Da sind diese ganzen Punkte, sieht man hier schön an einem Tigerhai an der Schnauze, die sogenannten lorenzinischen Ampullen, also kleine Gruben, da sitzt ein kleines Sinneshaar drin und damit können die elektrische Impulse wahrnehmen. Sehr geil. This matters because when any muscle contracts, it gives off an electrical signal. That's how the brain controls them. So Ragnar Lodbrok macht Muscle Training. Bullenhai haben wir hier. Or even a completely stationary fish simply because of its beating heart. And so with the testing plan in place, it was time to gear up and enjoy Noah's first ocean scuba dive experience with a warm welcome from 25 swarming sharks. Und wir sehen, die Taucher haben Vollgesichtsmasken auf, das heißt, sie können unter Wasser miteinander reden, sich verständigen und nehmen Ton auf. Sehr geil. Und die Haie, karibisch, ja, hier unten steht es auch, karibische Riffhaie. Also knackig, 2 Meter, 2 Meter 20, auch mal 2 Meter 40, über 100 Kilo, haben Zunder. Finde ich geil. So we set up camp on the bottom and started the experiment. And it seemed at first they were kind of scoping us out for a bit. After which they got a little bit more confident. Was immer so, beim Tauchen mit Haien, die sind ja nicht alle super auf Aggro gebürstet oder so. Manchmal am Anfang sind die so ein bisschen schüchtern und wenn die sich dann an einen gewöhnt haben, dann kommen die immer näher und näher und noch näher und rempeln einen an, zwicken einmal hier und da ein bisschen. Der Gemeinige wird es hoffentlich in seinem Haitauch-Video ordentlich präsentieren, was Haie unter Wasser so machen. Okay, we got one hit on the camera. Ja, Bumping ist ganz normal. Also, dass man vom Hai berührt wird und dass der auch andere Sachen berührt, die berühren sich gegenseitig auch die ganze Zeit, ist völlig normal und das machen Haie. Manchmal rempeln die sich einfach weg. Und denkt dran, sie haben keine Hände, keine Arme. Sie müssen ja einen berühren. So after about 10 minutes, while there were a few close calls, oh gosh, right by my face, and certainly some interest in our selfie sticks, there were definitely no attacks yet. So we headed back up to tally and compare our results. Yeah, that's the scariest part, right? They swim like right at your face. Yeah, like they're coming like this. Yeah, and at the last moment, they're like trying to see how scared we are. They swim right. Das ist übrigens so, dass Haie immer auf einen zuschwimmen. Und dann gibt es Haie, die haben keine Grenze, die drehen ab. Quatsch, also es gibt Haie, die haben eine Grenze und die drehen ab. Das ist wie so ein Ring um einen drumherum. Müsst ihr euch vorstellen, ich bin im Wasser und um mich herum ist ein 1,5 Meter großer Ring. Und sobald die den berühren, drehen sie ab. Manche Haie sind auch noch schüchterner, dann ist der Ring 2,5 Meter groß. Aber es gibt auch Haie, die haben überhaupt keine Grenze. Bupp, die rempeln dann an, die stoßen in den Rhein. Karibischer Riffhai ist typischerweise so ein Hai, der kommt an diesen Ring, bupp, und dreht einfach ab. Ne?
Sieht man hier auch immer sehr schön. When we looked at the footage, Luke's running GoPro got bumped 5 times, while my empty camera case was only bumped once. Which was interesting, but I wouldn't exactly call that a clear-cut result to the rumor that sharks will attack GoPros. Nee, dazu müsste man eine ganze Versuchsreihe machen, das wiederholen mit unterschiedlichen Haien oder unterschiedlichen Umständen, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Gehäuse. Also so einfach ist Wissenschaft dann eben doch nicht. Because they mistake the electric fields for prey. But lucky for us, I... Ich glaube nicht, dass Haie doof sind und denken, eine GoPro, die hat ein elektrisches Feld, da beiß ich rein, das ist ein Fisch. Die Viecher gibt es seit 400 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Die wissen ganz genau, das ist ein Fisch, das ist ein Seepferdchen, das ist eine Alge. Die wissen aber nicht, was eine GoPro ist. Die merken nur, okay, da ist irgendwas. Das macht vielleicht was Elektrisches. Da hacke ich jetzt mal rein, um zu gucken, was es ist. Backup plan to get more conclusive evidence. I think to really level it up, I've got something over here I want to show you guys. Und jetzt geht's eine Stufe höher. Na dann. Ja, 50 GoPros, komm, rein da. Geil, oder 20, oder wie viel sind's? I'm glad you asked, Luke. 21. Okay, so 21. This is a twofer. First of all, we've got a bunch of GoPros. So hier habt ihr einen berühmten Unterwasserkameramann gesehen. Guck mal, wer da dabei ist. Rechte Seite. Andy Brandy Casagrande, der vierte oder so. Richtig guter Unterwasserkameramann, geiler Typ, guter Filmer und wenn es um in Sachen Haie immer ganz vorne dabei. ABC 4 Explore. Müsst ihr mal googeln. Guter Typ, Andy Brandy Casagrande. I'm glad you asked. Da ist er. 21. Okay, so this is a twofer. First of all, we've got a bunch of GoPros. So if they're interested in one, we'll take it to an extreme and they should really go crazy for this, right? If they don't like this one, then they don't like this. Exactly. Yeah. But the second purpose for this rig is because the 21 cameras are equally spaced apart, this is a waterproof version of that fancy bullet time rig made famous by The Matrix. So, da haben wir es nochmal erklärt. Wie geil, ey. Weil diese Matrix-Aufnahmen, die waren ja damals im Film, die waren so einzigartig. Und das dann unter Wasser mit Tieren, oh geil, freue ich mich schon drauf. Wird gut. I came up with a poor man's version of this by sticking a 360 camera to the end of a harpoon. And that worked pretty well, as you can see here. But we tested this new and improved rig at the pool that geil. Morning. And I was even more hopeful for this version, because super. We were able to get some super dope shots like this one. Now, Caribbean reef sharks are pack hunters, and this is why some argue they're the most dangerous sharks in the Bermuda Triangle, because they get each other worked up in a frenzy. Ja, da muss ich auch mal sagen, es wird immer gesagt, das sind gefährliche Haie, das sind aggressive Haie und so weiter. Also, karibische Riffhaie, mit denen war ich jetzt wirklich schon dutzende Male im Wasser, die erachte ich als überhaupt nicht gefährlich. Das sind eigentlich eher Schisser. Ja, die stacheln sich gegenseitig so ein bisschen an, besonders wenn Futter im Wasser ist, aber ich finde das immer so ein bisschen blöd, zu sagen, diese Haie sind besonders gefährlich oder diese sind krass oder aggressiv und das ist Platz 4 auf den gefährlichsten Haien der Welt, das ist der Tigerhai und Platz 1 ist der Bullenhai, Platz 2 der weiße Hai. Grundsätzlich vertrete ich die Meinung, kein Hai der Welt ist aggressiv und darauf aus, Menschen zu beißen oder zu töten, sondern eher die Situation entscheidet. Erich Ritter, Dr. Erich Ritter hat früher immer gesagt, es gibt keine gefährlichen Haie, es gibt nur gefährliche Situationen. Und so halte ich das eigentlich auch. Hier 25 Haie im Wasser, die sich gegenseitig ordentlich agitieren, ein bisschen Futter dazu und dann in der Badehose reinspringen, wäre eine gefährliche Situation. My hope was the sharks would in fact get really worked up by all the GoPros to the point that it was a frenzy. Because I'm pretty sure that's just something... Zum Thema Frenzy, also eine Feeding Frenzy, eine, wie heißt denn das auf Deutsch? Ein Blutrausch der Haie. Da gibt es Analysen dazu, wissenschaftliche Analysen mit Slow-Motion-Kameras, Phantom heißt die, glaube ich, die, keine Ahnung, ich müsste wieder lügen, 1200 Bilder die Sekunde macht. Und du siehst ganz genau, wie die Haie sich wegdrängeln, erst der, dann der, dann der. Also diese unkontrollierte Feeding Frenzy, die gibt es vermutlich so gar nicht. Da gibt es einige Wissenschaftler, die sagen, nö, das stimmt nicht. Die machen das alle sehr kontrolliert, einer nach dem anderen. Es gibt Rangfolgen, es gibt Freundschaften, es gibt da ganz klare Strukturen, wie Haie das machen. Dieses Zerreißen und Blutrausch, ja, eher weniger. Would want to experience underwater, you know, up close and personal. Ich liebe das, wenn die so rumspritzen. Ich liebe das, wenn die Haie so rumspritzen. Geil. I gotta pee, and luckily 2 years ago we proved that sharks aren't attracted to urine, so I'll be fixing that situation in about 5 minutes when we're in the water. Yeah, the rig. Die haben auch Bock.
And so while we conducted our supersized follow-up experiment, we took the opportunity to capture some bullet shots as well. So eine Aufnahme, da kriege ich schon wieder Bock, ins Wasser zu springen und zu filmen. Es wird jetzt erstmal eine längere Zeit wieder dauern. Jetzt sind erstmal ein paar Landexpeditionen. Aber Leute, geil. Da um die Haie drumherum zu fahren im Matrix-Style. Wäre ein noch geilerer Schuss, wäre nicht diese blöde Köderbox in der Mitte. Dann wäre es so ein richtig natürlicher Schuss, aber es ist schwierig, Haie immer so nah ranzukriegen ohne so eine Köderbox. Geht nur mit bestimmten Haiarten. And they just weren't that interested in a rig with 21 running GoPros, so it was pretty clear that the myth that sharks will attack a GoPro thinking it's food was busted. Now to be fair, they could almost sense können. That electrical field, which is why they would sometimes bump it out of curiosity. It's just that it would be such a different electromagnetic signature from what they evolved for hundreds of millions of years to consider food. So you're totally cool to whip out your GoPro next time you find yourself surrounded by sharks. And so while we did have some cool bullet time shots and a busted myth, what we didn't have was Noah's front row seat to a feeding frenzy. But luckily, I had another backup. Ja, und da muss man auch immer unterscheiden, in Amerika und im Rahmen der Shark Week, es ist ja einmal im Jahr, ist die gerade eigentlich? Ich gucke die immer nicht. Gibt es einmal im Jahr die Shark Week, das heißt, da laufen auf, ich weiß es nicht, ist es Nat Geo Wild oder so, bam, eine Woche rauf und runter alle möglichen Hai-Sendungen. Und da wird natürlich auch immer Bob und voll rein und krass und Feeding Frenzy, tödlichster Hai der Welt, tödlichster Flusshai der Welt, tödlichster Riesenmonster, Tiefseehai der Welt. Da wird natürlich auch immer ordentlich auf die Kacke gehauen. Das sind keine seriösen Wissenschafts-David Attenborough Blue Planet-Dokumentationen, sondern volle Möhre rein im Nat Geo-Style. Die gefährlichsten Haie der Welt. Because before we got in, I introduced him to my secret recipe from last year. The super chunks. Ja, so macht man das. And while it might make us humans gag, sharks love this stuff. So the plan was to have the boat crew fill this canister with the super chum and then drop it overboard, hopefully creating a real-life Sharknado on the way down. And now Sharknado. Einer meiner Lieblingsfilme, Sharknado 1, 2, 3, 4, 5 waren so mittel, 6, 7, 8 und 9 sind wieder geil. Kleiner Spaß. Aber stellt euch doch nur mal vor, in der Redaktionssitzung für Sharknado, als einer reingekommen ist, oder eine, an den Tisch, auf den Tisch gegangen hat und gesagt, pass auf, Freunde, ich habe deine Idee. Haie, Tornado, Film. Und alle haben gesagt, geil, lass machen. Sharknado. Unbedingt reinziehen. Einer meiner Lieblings-Trash-Filme. Sharknado, habt ihr gesehen? Rein, eine Eins, wenn ihr den gesehen habt. Jawohl! Zieht euch Sharknado rein. Unfassbar. Richtig geil. So our experiment had concluded down below. I let the boat crew know. Das, was ihr hier seht, das ist geil. Aquacom. Guck mal, Diver Through the Water Communication von OTS ist eine Unterwasserkommunikationseinheit, haben wir auch in der Firma, dass wir als Forschungstaucher miteinander kommunizieren können oder mit einem Einsatzleiter oben an Bord. Ziemlich cool, wenn man unter Wasser miteinander sprechen kann. Time for Plan B. We got the Sharknado. Here we go. Sharknado. Alles krass. There it is. Oh, da kommt die Köderbox rein mit GoPro dran. Ja, klar, gehen die jetzt mega auf die Köderbox, weil die ist gefüllt mit Fischeingeweiden und ordentlich Fischmansch. Das lieben die Haie, finden die mega geil. Und die stacheln sich gegenseitig auch ordentlich an. Da empfehle ich übrigens immer beim Haitauchen, kam auch in meinem Sicherheitsbriefing beim Fritz und im Haitauchen vor, haltet einfach Abstand von der Köderbox. Denn alles, was die Haie wollen, ist die verdammte Köderbox. Wer da nah dran ist oder im Chum Trail, also wenn das hier das Wasser, die Köderbox aufgewirbelt wird, sich Partikel lösen und man hockt in dieser Futterwolke oder es löst sich noch ein kleines Futterpartikelchen und verschwindet dann hier so hinten am Atemregler und steckt da drin und irgendwann kommt ein Hai und will das haben. Kriegt mal geile Fotos als Tauchpartner. Sharknado! Szene eben habt ihr gesehen, ne? Der Hai schnüffelt nicht an der GoPro, sondern der will den Fisch, der drunter liegt. Ja, okay. Gut, die Anfänger sitzen in sicherer Entfernung und glotzen nur.
Aber hier kann man auch ganz gut mal immer mal nach hinten gucken. Aber ihr habt schon, da seht ihr, ganz links ist vermutlich der Guide mit dem High-Stick. Der kann dann auch mal so ein High wegdrücken. Ne? Immer einen Aufpasser beim Tauchen dabei haben, besonders wenn man Anfänger ist, wissen wir ja jetzt, ist eine gute Idee. Und dann, wie in jeder guten High-Action Shark Week Discovery-Serie, das wird hier zu krass, Abbruch, wir müssen zurück zum Boot. Okay. So with Feeding Frenzy crossed off the bucket list and even another dive later. Jetzt kommt mein Hai nach meinem Geschmack. Geil. Der ist richtig gut. Großer Hammerhai. Das ist so ein Tier, das ist einer meiner jahrelang waren immer Marco und Blauhai meine Lieblingshaie, aber ich muss sagen, seitdem ich mit dem großen Hammerhai getaucht bin, und groß ist in dem Fall tatsächlich groß. Wir reden hier über ein 4,5-5 Meter langes Tier, über 500 Kilo schwer, mit einem Schwert auf dem Rücken von 1,5 Meter Länge. Ultra fast, ultra modern, ist einer der modernsten Haie, also hochentwickelt, kann auf den Teller drehen, habe ich ultra geile Videos und Fotos von gemacht für eine Doku letztes Jahr. Alter Schwede, ist ein absolut geiles Tier. Müsst ihr euch mal reinziehen, weil ihr fragt ja immer, wo sieht man solche Aufnahmen von dir? Haut mal jemand hier in den Chat rein. TV Now, Abenteuer Extrem. Google das mal schnell. Auf TV Now kann man das angucken. Ich weiß nicht, ob das kostenlos ist oder nicht. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und das Schwert ist fast so groß wie meine Freundin. Ist aber eine kleine Freundin. Cool. Leute, ohne Scheiß. Svena Mokaran, da weiß auch jemand den lateinischen Namen. Sehr gut. Der Mokaran, das ist nämlich mein Lieblingshai. Ich glaube, ich sag's jetzt mal, der große Hammerhai ist mein Lieblingshai. Abenteuer Extrem auf TV Nah gibt es eine kurze Phase, wo ich über diesen Hai berichte und meine Aufnahmen zeige. Ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Reintun. Danke. Und Leute, für mich dieser Moment. Ich habe wirklich auf diesem Mokaran habe ich, boah, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre hingefiebert, dass ich den mal sehen kann. Den kannte ich natürlich aus Haibüchern oder so. Und dann kommt dieser Moment auf den Bahamas. 12 Meter Wassertiefe, weißer Sandgrund, gute Sicht, 30, 35 Meter. Und du siehst so am Horizont, hinten irgendwo, du siehst ja immer die Haie, die rumdüdeln. Da war ich mit Bullenhaien im Wasser, 3, 4, 5 Tigerhaie, karibische Riffhaie, der ganze Kikifax. Und dann kommt ein so ein Hai so schräg. Der kommt nicht wie die anderen Haie gerade geschwommen auf dich zu, sondern der kommt so richtig und wird erst vor dir gerade und macht dann vor dir so einen schnellen Turn. Riesending. Alter Schwede. Geilster Hai der Welt. Wahnsinnig schön. Und ein krasses Biest. Alter Schwede. Und die Augen so an der Seite und der ist wie ein E63S. In mattgrau. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Ach, geil. Guck mal uns an. He captured this footage of a super rare great hammerhead. Ja. Noah innocently inquired about a creepy looking lighthouse near our dive spot. Wunderschön. Alter Schwede. Alright, let's do it. You know what, what's the deal with the lighthouse? It was the brought here in 1952 and that's when we actually had. Ich liebe Guides Florida, Bahamas, Dominica, Karibik. Die Typen mit Rastafari, zack, boom, bang, Sonnenbrille, die geile Stimme, liebe ich. Und das sind dann auch noch geile Hightower, sind meine Menschen, ey, finde ich mega. First accident, there was a ship that wrecked here and everyone died except for one kid. He was 5 years old, he survived, they found him and everything, but they said that you see a spirit here, they call the Grey Lady. And on a full moon, you can hear her mooning at night for her son, you know. So it's pretty spooky, man. What's the name of it? Does it have a name? So, I mean, it's called the Great Isaacs, but the locals call it Ghost Island. Of course they do. Ghost Island. Naja. A lot of spooky stuff, man. We should, Should we check it out? Yeah, we should. Are we cool? Can we go explore the lighthouse? Das ist wie ein kleines Kind. Das finde ich aber gut. Das mag ich. Und ich war auch schon oft in der Karibik unterwegs. Wir waren auch mal mit zwei Kumpels mit dem Segelschiff unterwegs und vor Mexiko, Guatemala und so. Und dann immer mal anzuhalten und auf so eine einsame Insel rüber zu pieken und mal kurz rumzusneaken, zu gucken, was ist da so, vielleicht eine Kokosnuss mitnehmen, war immer ein richtiges Abenteuer und fühle ich total, finde ich mega geil. And he said it was cool. And while this was possibly a really bad idea, it would be a good chance to get.
kann im Prinzip nichts schief gehen. Wisst ihr schon, ne? First-hand evidence behind all the Bermuda Triangle. Man muss viel schreien. Was haben wir? Seeschwalben, ne? Seeschwalben sind Bodenbrüter, verstecken ihre Eier zwischen Steinen und finden das überhaupt nicht geil, wenn da jemand antanzt, da drüber läuft und verteidigen das bis aufs Messer und bis aufs Messer. Das ist ein kleiner Vogel. Und übrigens bis aufs Messer meine ich, ich habe einen Kumpel, der hat Seeschwalben studiert und musste mit Carbonhelm in die Kolonie gehen, weil die immer den höchsten Punkt attackieren mit ihrem spitzen Schnabel und dir sogar eine schwere Verletzung zufügen können. Kleiner Tipp vom Profi. Wenn ihr mal Seeschwalben fotografiert, immer Stativ hochhalten, weil das ist dann der höchste Punkt, dann gehen sie da drauf. Gibt's wahnsinnig geile Bilder. Seeschwalben übrigens, die Küstenseeschwalbe, das Tier, was mit am weitesten Wanderungen auf der Welt macht, die fliegt von der Arktis in die Antarktis und wieder zurück in einem Jahr. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viele Kilometer das sind? Küstenseeschwalben sind mit die weitreisendsten Vögel überhaupt. Und geile Viecher, die ihre Eier bis auf den Tod verteidigen. That was the gray lady. And so we started exploring, and just the whole vibe for this place was legitimately creepy. Now, I'm not going to show you everything that happened on Ghost Island. To see that, you got to get Discovery Plus, because it has all the Shark Week show this year and from... Ist das jetzt so eine Lost Places-Geschichte? Ja, ne? Das würde man als Lost Places vermutlich bezeichnen. ...years like my show with Shaq and Dude Perfect, not to mention my upcoming Engineering Revenge show based off the Glitter Bombs. So to get it, just download Discovery Plus for free for 7 days, and after that, it's just like $5 a month. So this Langweilig, wir wollen Haie sehen, Leute. ...point for me as to whether or not the Bermuda Triangle itself was cursed. Oh, dude, this is... Bermuda Triangle. Da gibt es ja ganz viele Mythen. Ich hoffe, das wird jetzt noch zur Sprache gebracht, warum das Bermuda-Dreieck das gefährlichste Dreieck Seeschifffahrtsstraße der Welt ist. Da verschwinden Flugzeuge, Schiffe und so weiter. Und auch wo es ist. Das muss man immer erklären. Das ist geil. But I still wasn't ready to form a conclusive viewpoint until I could do a bit more research myself. And so after encountering the largest turtle I've ever seen by a factor of 4, we hopped back on the boat to return home. Schildkröten gehen immer. Auch als ich mit dem Meineke jetzt auf den Azoren war, haben so viele geile Sachen gesehen und so viele krasse Abenteuer erlebt. Aber das Geilste für den Meineke war die Schildkröte, wo ich sage, boah, ist nett, ich mag Schildkröten, sind geil, aber ich meine, wir haben, kam das schon? Ne, das kommt in meinem Video. Wir haben so geile Viecher gesehen und eine Tierart, die ich noch nie gesehen habe, worauf ich immer gehofft habe, ultra geil. Und der Meineke fand die Schildkröte an dem Tag am besten. Long day and we needed to get some rest because the next day we were going to hop on some real fancy snow globe submarines and descend way down. U-Boote, Tiefseehaie. Yes, hier sehen wir schon 6 Kima. Komm. To do that, I had a few more tricks up my sleeve. And the first trick was this stuff. Now it doesn't look all that impressive like this. Ja, ich lese es hier gerade, irgendwie finde ich diese Truppe komisch, die belästigen die Tiere schon irgendwie hart, oder? Dazu müsst ihr immer wissen. Es sind ja keine normalen Taucher, sondern sind im Rahmen einer Doku da. Das heißt, da muss man die Tiere immer so ein bisschen bis zu einem gesunden Maß belästigen. Ich hatte jetzt auf den Azoren auch Situationen, wo ich gesagt habe, nö, machen wir nicht, gehen wir nicht ins Wasser oder lass jetzt mal abhauen, hier habe ich keinen Bock drauf, weil die Tiere das einfach, da sehe ich schon, haben die keinen Bock drauf, dann lassen wir die auch in Ruhe. Da muss man sehr ethisch sein. Gibt es auch mal eine Buchempfehlung von mir im Buchvideo, meine 10 Lieblingsbücher. Was Kameramänner alles so machen, um ein gutes Bild zu bekommen. Das ist nämlich echt erstaunlich. Aber ihr müsst euch auch mal denken, im Meer, wenn die Tiere keinen Bock auf dich haben, hauen die ab. So. Oder im Fall eines großen Raubtieres, sagt dir ein Tier schon Bescheid. Und wenn dein Tier Bescheid sagt, dann hast du einen Fehler gemacht. So. But when you simply add it to water, something remarkable happens. It's called biolume, and it's the exact same chemical reaction that occurs in nature when an organism uses bioluminescence. It's totally non-toxic and natural to the point that you could drink this water. I mean, how cool is this? When we're deep underwater, I want to see how well the sharks can see this stuff, because it's commonly said that sharks have really bad eyes. Boah, hier haben wir einen ordentlichen Tiefseehai, 6 oder 7 Kima, müsste man jetzt mal die Kiemen zählen. Das sind sehr ursprüngliche Haie, das heißt, die gibt es schon viele, viele Millionen Jahre. Das sind wirklich Haie aus der Urzeit, die sich überhaupt nicht verändert haben. Und wir reden hier über 6,5 Meter, fast eine Tonne, die in der Tiefsee zum Beispiel so einen runtergesunkenen Walkadaver zerlegen. Hätte ich Bock drauf, hätte ich ultra Bock drauf. Mit denen zu tauchen ist natürlich ein bisschen schwierig, weil so ab 600 Meter. Ich weiß nicht, wo liegt der Tieftauchrekord aktuell? Sowas wie bei 300 und... Als normaler Taucher, ich glaube 600 Meter kann man, hat noch kein normaler Taucher gemacht, das können vielleicht so in so speziellen Anzügen. Gehen wir mal rein, ziehen wir uns mal, sucht mal jemanden einen Tieftauchrekord mit OC, also Open Circuit, offenes Gerät.
But I've heard that 3:32, alles klar. Now each one of their senses has a different range. Their electroreceptors we demonstrated earlier are effective to hunt prey in about this range. And in previous years, I've investigated the range on their sense of smell for something like blood in the right conditions. And it can... Hier sieht man schon, der erklärt ganz geil, das finde ich gut, die Sinne der Haie, in welcher Distanz die funktionieren. Das heißt, ne, Elektrorezeption funktioniert natürlich nur in einem kleinen Umfeld. Das heißt zum Beispiel, die können aufspüren Rochen, die sich im Sand versteckt haben oder andere Fische. Da spüren die den Herzschlag, den Muskeltonus. Das funktioniert auf 1,5 Meter. So, Blut können die riechen, folgen der höchsten Konzentration. Das geht über viele, viele Kilometer. Auge, ungefähr so wie wir, in etwa. Das heißt, die sehen, wenn es unter Wasser 30 Meter Sicht hat, genauso viel. Die können aber auch sehr gut hören tatsächlich. Haie, man denkt immer, haben keine Ohren, sind so kleine Löcherchen oben drauf, können richtig geil hören. Das heißt, wenn... Ist das jetzt, darf man hier Tipps geben, die zu gefährlichen Situationen führen können? Disclaimer, bitte liebe Kinder nicht nachmachen. Ich habe keine Plastikflasche hier. Meine ist vom Sprudler, die funktioniert nicht. Wenn ihr unter Wasser mal Probleme habt, Haie anzulocken, weil ihr die gerne fotografieren möchtet oder so und ihr habt jetzt gerade kein Fischblut dabei oder so, funktionieren Geräusche sehr, sehr gut. Und zwar nicht, indem man irgendwie Bong, Bong, Bong macht oder so. Man sieht das in meinem Film. Auf der Suche nach dem Fuchshai. Da bin ich unter Wasser und möchte den Fuchshai auf mich aufmerksam machen und mache so. So, aber mit nassen Händen erzeugt das so ein Quietschgeräusch unter Wasser. Oder man kann auch an einigen Gegenden eine Plastikflasche im Jacket haben und kann die quetschen und knicken, dass sie so knackt. Das hört sich an, als ob andere Haie etwas zerbeißen würden. Problem an der Geschichte ist, machst du das und siehst nicht hinter dich oder an die Seite, kann der Hai da reinschießen und nimmt deine Hand mit. Muss man sich überlegen, ob man das will. As much as a mile. But allegedly, they rely quite a bit on their sense of sight for hunting too. And they can see as far as a football field in length. And while they can't see... Ja, also die können nicht so weit wie ein Footballfeld sehen, sondern die können so weit sehen, wie das die Eindringtiefe oder die Sichttiefe des Wassers zulässt. Ist das Wasser trüb, sehen sie auch nur so schlecht wie wir. Ist das Wasser gut durchleuchtet und klar, dann sehen sie natürlich auch genauso gut wie wir. Da kann ich auch 100 Meter unter Wasser gucken. In der Silfra-Spalte in Island zum Beispiel, aber da gibt es keine Haie. Aber das klarste Wasser, was ich je gesehen habe, war so auf den Azoren auch, so 80 Meter Sichtweite. Da kann auch ein Hai dich aus 80 Meter erkennen. Aber es ist trüb, sieht er dich genauso schlecht und das ist ein Problem. Hashtag Unfälle. Besprechen wir mal bei Haiunfällen, da gehen wir auch nochmal rein. Colors and can only see in black and white, their night vision is 10 times better than us humans, which is why we want... Night Vision, also die Nachtsicht der Haie, ist deutlich besser als bei den Menschen, liegt am sogenannten Tapetum lucidum, also einer reflektierenden Schicht, quasi an der Hinterschicht des Auges, die als Restlichtverstärker wirkt. Total geil. Haie haben ihre eigenen eingebauten Restlichtverstärker. Deswegen finde ich die auch so geil. Wie geil kann man eigentlich sein? Test their eyes with this glowing stuff in darker conditions. And my second trick was good old reliable super chum, but with a catch. Because you can't exactly just... Chum ist Fischpampe. Das ist das, was man ins Wasser wirft, um Haie anzulocken. Im Prinzip Fischabfälle aus der Lebensmittelindustrie, also aus den Fischen, die man isst, das, was übrig bleibt, Kopf, Gerippe, Eingeweide und so, das zermanscht, es lieben Haie, das ist das Beste. Aber nicht alle Haie mögen alles. Zum Beispiel Blauhaie, Makrohaie stehen ultra auf Bonito. Ich habe das aber mit ungefähr 40 bis 50 verschiedenen Fischabfallarten probiert. Habe ich keinen Bock drauf. Finden die alles beschissen? Bonito ist der Shit, so ein kleiner Thunfischverwandter. In the hatch and pour some out when you're 600 feet underwater. Plus, there are some pretty strict safety protocols about what you can attach to the outside of the sub due to the crushing pressures at that depth. So, kannst du ja mal eine GoPro am U-Boot anbringen? Ohne Gehäuse bis 10, mit Gehäuse bis 60, mit einem Ultra-Gehäuse bis 150. Wenn du auf 600 Meter tauchst, dann ist deine GoPro Matsche. Handcrafted this beauty. An environmentally friendly super chum torpedo we could fire from the sub. Everything is made from wood and this middle section is balsa wood, so it would easily break away if a shark chomped right here, because that's where the super chum is contained in a bag that biodegrades in the water. And as you can see from our last minute pool testing. Wichtig, wenn man schon was in die Tiefsee rausjagt, dann auch umweltfreundlich, weil in der Tiefsee liegt ein Haufen Plastikmüll, weil das alles, was im Meer nach unten sinkt, das liegt da unten. Das, was wir im Meer aufsammeln können, ist 1% oben an der Oberfläche, der Rest ist halt leider abgesunken. Der ganze Scheiß liegt da unten rum. The idea was for the subs,
mechanical arm to pull this lever, which would allow the surgical tubing to contract, forcing the torpedo out. Geil. Liebe ich auch, wenn man so selbst irgendwas baut und so und dann sich darauf und dann sich auf den ersten Einsatz freut und guckt, wie es funktioniert, machen wir bei Submaris auch ständig. Wir müssen uns ja immer flexibel an unsere Aufträge unter Wasser und so anpassen und müssen da auch immer ständig irgendwas Neues bauen. Finde ich cool. Mag ich. Opening the bag of Super Chum in the process, Super but intentionally Chum. Only traveling a short distance where we could still see it close to the sun. So with our final test looking pretty good, it was time to head back out to sea for both of our first ever dives in a bona fide submarine. Oh my god. Which one's mine? I think you're this one, old yeller. Oh my god. Shall we get in? Let's do it. Tja, Freunde. Deutschland hat übrigens auch ein Forschungstauchboot, die Jago. Heißt Jago wegen dem Jagohai. Die kann so tief tauchen, wie der Jagohai normalerweise vorkommt. 400 Meter. Könnte auch 800 laut Erbauer, Jürgen Schauer. Wird, glaube ich, Ende des Jahres eingestellt. Hm. Schade auch. Dann haben wir kein U-Boot mehr zum Forschen. Bisschen blöd, gell? Und dann höre ich, sehe ich immer hier Amis, Russen, Franzosen, alle immer mit den Ultra-U-Booten. Ja, geil. Mir wurde tatsächlich mein U-Boot-Führerschein angeboten für touristische U-Boote in der Antarktis. Ich glaube bis, weiß ich nicht, 150, 200 Meter. Aber ich habe nicht mehr so richtig Bock auf Touristen. Deswegen habe ich den U-Boot-Führerschein an einen Kumpel weitergetragen, der den jetzt macht. Und gesagt, die erste Fahrt gehört mir. Ich bin ganz gespannt. In der Antarktis hätte ich auch mal Bock, kleinst U-Boote zu steuern. Wäre geil, aber nicht mit Touristen. Zur Forschung ja, mit Touris nö. Geil, ey. Ah, da krieg ich wieder Bock. Wisst ihr übrigens, was das jemals tiefste mit einem U-Boot war? Habt ihr das mal verfolgt? James Cameron hat es ja neulich erst wieder gebracht. Aber man ist schon in den 60er Jahren in den Marianengraben vor Guam runtergetaucht ins Vitiastief 1 auf über 11.000 Meter. 11 Kilometer im Meer. Da würde der Mount Everest mit 8.848 Metern einfach mal so drin verschwinden. Finde ich so geil. Die U-Boote gehen nicht so tief. Da kann, in der Regel können die 800 Meter oder mal 1.300 oder so. Aber ey, 11 Kilometer im Ozean und da ist Leben, Leute. Da finden Tiefseehaie statt und alles Mögliche. Geil, ey. So, rein da ins U-Boot, ab nach unten. Und ich liebte diesen Job. Bupp, oben aushaken, das war immer mein Traumjob irgendwie als Forschungstaucher. Fand ich das Coolste. In den Wellen, bap, das U-Boot aushaken und dann taucht's ab. Tja, und der Kameramann muss gleich zurückbleiben. Bissel kann er mit. Wir müssen auf eine 270. U-Boot-Pilotin, cool. Positiver Neid in dem Fall. Habe ich ultra Bock drauf. 130 Feet, 600 Feet sind also 200 Meter. This is Nomad reporting. We are approaching the edge of the wall. And the wall is basically a sheer underwater cliff, like the Grand Canyon, and we were going over it. And on the way down, at around 300 feet, you could see signs of where the coastline used to be before the end of the Ice Age when all the glaciers melted. And he said, everywhere he dives around the world, you see the same thing at about that same depth. And the deeper we went, the darker it got. Now it was time to lure some sharks out. Yeah. Now it's time to lure some sharks out. Jetzt wird's Zeit, die Haie rauszulocken. Geil. Gut. Guck mal, seht ihr, ein bisschen Tageslicht ist noch da auf 200 Meter Tiefe. Aber da streiten sich die Wissenschaftler, wo beginnt jetzt die Tiefsee? Da, wo kein Licht mehr ist oder 800 Meter oder so. Das hier ist noch nicht Tiefsee, aber schon ordentlich tief. Aber es ist immer noch ein bisschen Tageslicht da. Man kann noch was erkennen. 200 Meter und da leben so viele unbekannte Arten und Organismen und so, da rumdübeln und da sind auch Taucher unterwegs, die dann ab und zu mal was einsammeln und egal, was du damit nach oben bringst, ist immer eine neue Art. So cool, ey. Das liebe ich an der Meeresforschung. I'll let you drive this. Oh, wow. Fett. So, raus mit dem Chum, wir wollen Haie sehen. Nice. Oh, yes. Yes. Look at that glow. Nomad, Nemo, we are ready to fire the torpedo. We are attempting now. We are ready to fire the torpedo. Raus mit dem Hai-Charm torpedo. Secondary torpedo launch now.
Und der zweite. Rohrkrepierer. And with a bit of an assist, the second Chum torpedo was in play. And now the sharks just come swimming. Here's Sharky, Sharky, Sharky. Da muss man immer sagen, ihr seht ja, da unten ist relativ wenig los. Ist jetzt nicht so, dass da unten Highlife in Tüten ist, Ballermann, Mucke, Reizüberflutung, sondern absolute Ruhe, nichts ist los, eher so eine Art Wüste. Und dann auf einmal ist da was. Nicht nur Chum, sondern auch Geräusche, U-Boote und so weiter. Finden Haie immer geil. Es ist nicht so, dass wenn viel im Wasser los ist, Haie abgeschreckt werden, sondern es ist eher so, Alter, gehe ich rein, gucke ich mir an, will ich wissen, was da los ist, ist da was für mich dabei? And as we waited, it dawned on me that as humans, we were almost certainly the first and quite possibly the last to ever explore this exact spot on planet Earth. Oh, the fish are coming. Whoa, yeah, dude. Seht ihr, die haben so einen Laserpointer dabei, ne? Nicht den Fischen in die Augen leuchten, aber damit kann man natürlich zeigen, guck mal dahin, da ist was. Oder wir haben das am U-Boot tatsächlich auch dran gehabt oder an unserer Schleppkamera. Zwei Laserpointer, die exakt 20 cm auseinander sind, weil dann weißt du immer, wie groß die gefilmten Objekte sind. Dann kann man hinterher eine gute Analyse machen, wie groß das ist, was man gesehen hat. Fische sind schon immer gut, die wirbeln das Ganze auf, die machen Geräusche, das lockt immer noch mehr an. So, jetzt muss noch was Geiles kommen. Los! Und vor allem, wie pinkelst du da unten im U-Boot? Oder du musst noch was anderes machen. Du hockst ja Stunden drin, Sauerstoff reicht, da haben die genug Reserven dabei. Oder es wird über wie so bei einem Rebreather, also aufgefrischte Luft. Das reicht meistens bis 24 Stunden oder auch im Notfall bis 48, weiß ich jetzt nicht bei den Dingern. Aber hockst da unten 6, 7, 8 Stunden? Windel. Windel bei Frauen oder Sheepy? Googelt's nicht jetzt, macht's nachher. Ihr googelt es eh jetzt, ich weiß es. Sheepy. Mhm. Ja, oder Pinkelkondom beim Mann, ab in die Flasche. Das als Taucher weiß man, worum es geht. So. We thought we saw some sharks lurking in the shadows, but it was always just fleeting glimpses. So we decided to try our luck at a different spot, a bit higher up the wall, with our remaining two torpedoes. Achso, haben noch zwei Torpedos mehr dabei. Raus damit. So. Karibischer Riffhai. And here we hit jackpot. Am Hai. Jetzt seht ihr schon, jetzt sind sie natürlich ein Stückchen höher. Oh, ich habe hier, guck mal, Ton ausgemacht. Sind sie natürlich ein Stückchen höher. Und da sind es natürlich dann wieder ordentlich Haie. Das ist ein Am Hai. Nerd Shark liebe ich auch. Die gehen natürlich ab auf den Chum, jawohl. And so with mission accomplished and our air running low, we decided to make our way back to the surface. The Bailoom was just so cool, but admittedly, we sort of confounded our experiment by releasing the Chum torpedo at the same time. So we still wanted to see up close if the sharks would be able to see it with their night vision and then come check it out. And with the subs already put away, that meant we had to get in the ocean in the Bermuda Triangle in the middle of the night. I make a point of not swimming in the ocean at night. I especially make a point... Ja, das ist natürlich für viele Menschen der absolute Oberhorror, nachts irgendwo im offenen Ozean, wo es Haie gibt, zu schwimmen. Kann ich verstehen. Für mich gäbe es nichts Schöneres, aber ihr müsst euch immer vorstellen, wenn man da nachts schwimmt, gerade so eine hell beleuchtete Badeplattform, Licht von oben, dunkler Himmel und man schwimmt, gibt man eine absolut supergeile Silhouette ab. Da gab es schon Haiattacken auf so Long-Distance-Schwimmer, die, ich sag mal, 24, 48 Stunden geschwommen sind, vom Boot beleuchtet und dann weiß ich von einer Attacke von einem Cookie-Cutter-Shark, der einen Long-Distance-Schwimmer angegriffen hat und ihm ein kleines Plätzchen ausgestochen hat. Dazu zu späterer Stunde oder irgendwann mal in einem anderen Video alles über Cookie-Cutter-Haie. Not swimming in the ocean at night, surrounded by sharks. I feel like that's just general knowledge. That's... You don't go in the ocean at night. It's a good rule of thumb. If it wasn't the sharks that would kill me, it would be my family when they saw my ability to make poor choices. Ja,
die Haie werden dich nicht umbringen, wenn du im Käfig steckst. Das ist ja Quatsch. Aber das ist das amerikanische Übertreiben fürs Video. Krass, jetzt wird's super gefährlich. Boah, super unübersichtlich. Blasen, Licht, Bubbles, alle bewegen sich, Biolumineszenz, reden miteinander, hin und her geschleudert, hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ruhe rein da. Der Kameramann, der das filmt, denkt dran, ist nicht im Käfig. Der ist draußen im schwarzen Freiwasser. Super crazy. Sieht aber geil aus, muss man sagen. So muss man es machen, ohne Licht. Das ist gut. Und das ist das, was ich sagte, was so cool ist, wenn man unter Wasser Biolumineszenz sieht. Jetzt nicht so eine künstliche, sondern wirklich die von den Tieren. Ich hatte da mal einen Tauchgang, mein erster Tauchgang in der Karibik mit meinem Kumpel Schubi zusammen, war ein Nachttauchgang von einer Segeljacht aus. Pipifax-Tauchgang, 10 Meter Wassertiefe, Sandfläche, aber bei Nacht. Wir sind mit Lichtern runter, zu zweit. Und in der Karibik, einer meiner ersten tropischen Tauchgänge, das war 2007, glaube ich, dort, wo es Tigerhaie gibt, andere Haie und so weiter. Und dann haben wir uns unten auf diesem platten Sandgrund einfach abgesetzt, auf den Knien, und uns gegenseitig angeguckt und das Licht ausgemacht. Boah, alter Schwede, so geil. Und dann hockten wir in der Karibik beim ersten Tauchgang nachts unter Wasser auf dieser Sandebene. Du hörst dann super viele Geräusche, wie Fische im Riff rumknacken, super viele Würmer versuchen, dein Ohr zu schwimmen. Und du hockst im Dunkeln und dieses Gefühl ist so krass, wenn man da unten hockt und nicht weiß, was um einen rum ist und was da passiert. Und auf einmal, wenn sich die Augen dann an die Dunkelheit gewöhnt haben, fangen Tiere an zu leuchten. Du machst so durchs Wasser, du fächerst so durchs Wasser und regst die Tiere damit an, die Dinoflagellaten oder die Algen. Und die fangen dann an zu leuchten. Und du machst so, und es leuchtet alles natürlich. Leute, unfassbar krass. Unfassbar krass. So, rein hier. Die Vorstellung ist heftig, das ist sie auch. Die ist ein geiles Gefühl. Das ist auch nicht so einfach. Das ist heute mal Autofokus los. Technikschwierigkeiten. Ist übrigens nicht so einfach, Biolumineszenz richtig ordentlich zu filmen, weil die Kameras können das nicht gut. Da braucht man dann einen Gelbfilter vor der Linse und spezielles blaues Licht, damit man das so leuchten sieht überhaupt. Also das ist technisch relativ aufwendig. Habe ich mal einen Film drüber gemacht. Könnt ihr euch auf YouTube bestimmt irgendwo angucken. Hieß, glaube ich, die Nordreportage unterwegs mit den Tauchprofis oder so, wo meine Kollegen und ich auf den Malediven waren und dort eine Doku gemacht haben zum Korallensterben. Und man kann nämlich erkennen, wie viele Korallen noch okay sind. Die leuchten, sind okay. Die nicht leuchten, sind nicht mehr aktiv. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das irgendwo findet. Shark, Shark! Jawohl, das will ich hören. Es muss immer, warum wird eigentlich immer geschrien? Ich will gar nicht, dass irgendjemand mit mir tauchen geht und so eine scheiß Vollgesichtsmaske hat, wo man reden kann, wenn so viel geschrien wird. Ich mag ja die Ruhe am Tauchen. Guck mal, wie die Haie da durch die Biolumineszenz schwimmen. Sieht das schon ganz geil aus. Auch die Schnitte, bam, 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 Mucke. Ist mir vielleicht ein bisschen zu krass einfach. Aber gut. Fürs Video. That was the scariest
thing I've ever done in my entire life. That was unreal. There's like 10 sharks circling around. Wisst ihr, was ich richtig geil finde immer? Die Kameramänner, die aus Versehen im Bild sind, die dann im Hintergrund einfach versuchen, schnell wegzukommen. Ich bin im Bild. Und anstatt sich super natürlich zu verhalten und zu sagen, ich bin einfach hier, ich mache hier mein Ding. Fuck, ich bin im Bild. Oh, ich muss weg. Ich komme nicht durch. Ah, naja. Lieb ich, das ist so geil. Let's try to eat us. We threw the Bioloom off, and then pretty soon we flipped the lights on. There was a bunch of sharks, so Bioloom went in, sharks came. Nice dog, we did it. Once again, it was an incredible experience to learn more about our friends the sharks. And as a bonus, I survived, which means that. Ja, also zu solchen Themen immer, I survived. Ja, war jetzt nichts Gefährliches dabei. Aber ich bin froh, dass er überlebt hat und nicht an irgendeiner anderen schlimmen Krankheit gestorben ist oder nicht vom Jetski überfahren wurde, was deutlich mehr gefährlich ist als das, was er da gemacht hat. Aber gut, geiles Hai-Video, ich mag alles mit Haien, mag ich. Really cursed? Has it caused the mysterious disappearance of thousands of boats and planes? As a kid, I loved reading books about this, trying to unravel the mystery. And as an adult with a background in science, I was shocked to discover that significantly more boats and planes do disappear there. Das ist auch krass. Also das Bermuda-Dreieck gelegen auf der Ostseite Mittel- und Nordamerikas. Ein Dreieck zwischen Inselgruppen, das zeigt er bestimmt gleich hier auf einer Karte, ist eine spezielle Region, wo schon immer, seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, Boote, Schiffe, Flugzeuge, alles verschwindet. Und keiner kann sich erklären, warum. Es gibt super viele Theorien von irgendwelchen Explosionen unter Wasser, Vulkane, Bubbeln, Luftdruckverringerungen, Schlechtwetterzonen, die in dieser besonderen Konstellation. Spannend. Spannende Thematik. Und besonders viele Haie. Natürlich. What? There's a catch. At a random moment, you can open a flight tracking website and take a snapshot of all the planes in the air and it will look something like this. Now keep in mind, this region here is. So, guck mal, wir sehen es jetzt zwischen Miami, Bermuda, und hier unten, Dominikanische Republik, liegt das Bermuda-Dreieck. Bermuda Triangle. Can you spot the problem? Way more boats and planes crash there, because way more boats and planes travel there. Auch eine gute Erklärung. Also dort gehen besonders viele Boote und Flugzeuge verloren, weil dort besonders viele Boote und Flugzeuge unterwegs sind. Das ist immer das, was ich sage, mein Motto auf Expeditionen, wenn mir mal wieder was passiert ist. Wer viel macht, dem passiert eben auch viel. Wenn du nur zu Hause hockst und komische Streams vom Lehmann guckst, dann kann auch in der Regel nicht viel passieren. Im Prinzip kann da nichts schiefgehen. Some of the most heavily used shipping routes and flight paths in the world. It's like how California is the state with the most. Ich mag auch die zwei random people, die da im Hintergrund nach Fundstücken archäologischer Herkunft suchen. Car accidents because it has the most people, not because there's some supernatural force causing them all. Statistically speaking, the Bermuda Triangle is no more dangerous for a single boat or plane than anywhere. Dann haben wir das endlich geklärt, das Rätsel des Bermuda-Dreiecks ist gelöst. Cool, vielen Dank. And you can double check that answer at the back of the book by checking if insurance companies charge any more for vessels traveling through that region. And it turns out, they don't. And yet, as sure as I am about my conclusion, our first mate Andre had a way of telling firsthand stories that even I'll admit, chipped away at my resolve just a little bit. We had some guys find like this magnetic field running through and up to this day they still can't tell what it is. Bermuda Triangle, guys. Und das macht eine gute Geschichte aus. Immer ein kleines Fünkchen Wahrheit und viel Geschichte. You never know, man. You never know. Geil, alleine das Lächeln von dem Typen. Ich liebe sowas. Please consider subscribing. This summer and you're looking for a bit of excitement and yet swimming with 20 sharks at night in the middle of the Bermuda Triangle seems like a bit much. Then my friends at KiwiCo have got you covered. As you probably know by now, they deliver. All right, Freunde, das war das Video von Mark Rober, offensichtlich findet ihr den alle ganz geil. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Why do sharks attack GoPros? Wurde die Frage beantwortet? Ja, ist sehr amerikanisch, ne? Aber kann man sich reinziehen, ist gute Unterhaltung, ganz geile Bilder, guter Kameramann dabei. Warum nicht? Boah. Kann man schon mal machen. Kann man sich reinziehen, geht mal rein. Mark Rober, 19,1 Millionen Abonnenten, der braucht dringend Support. So, jetzt brauche ich aber mal ganz kurze Pause. Ich muss kurz pinkeln gehen, Freunde. Nur kurz.